Herzlich willkommen zur 5. Folge vom Let's Play Democracy 3. Das stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Okay, ein Dilemma. Vorschlag für gentechnisch veränderte Lebensmittel. Mehrere große Agrarfirmen sind daran interessiert, gentechnisch veränderte Lebensmittel auf unserem Boden anzubauen. Einige Lebensmittel können gentechnisch manipuliert werden, damit sie länger halten und gegen Krankheiten und Herbizide resistent sind. Gegner sind über die potenziellen Gefahren einer Änderung der Nahrungskette besorgt. Die Einstellung der Bauern dazu ist geteilt. So, gentechnisch veränderte Lebensmittel erlauben oder den Verkauf von gentechnisch veränderten Lebensmitteln verbieten. Das ist jetzt echt... Also ich habe eine sehr, 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 sehr starke Meinung dazu. Unabhängig von dem Spiel. Und da würde ich sagen, das was, und jetzt werde ich auch einfach mal politisch, das was Europa macht, mit der sehr, sehr strengen Regelung, was gentechnisch veränderte Organismen angeht, damit schätze ich, werden wir uns über kurz oder lang ins eigene Bein schießen. Weil es in Asien und in Amerika nicht solche starken Regulierungen gibt, sondern da wird dann, also ich, das wird auch nicht, überhaupt nicht reguliert, aber es wird durchaus auch damit experimentiert. Es gab ja auch mal in Deutschland die Debatte darüber, ob überhaupt Forschung daran erlaubt werden, Forschung daran verboten werden soll. Und ich glaube halt, wenn man sich die Statistik anguckt, das kann man auf Wikipedia machen, es ist echt schockierend, wie viel gerade in Asien auch daran geforscht wird und wie viele aktive, gentechnisch veränderte Pflanzensorten im Ackerbau bereits eingebracht sind. Und ich fürchte, dass da Europa sowohl forschungs- und entwicklungstechnisch, aber als auch Konkurrenzfähigkeit abgehängt wird. Und irgendwann wird uns das auch in den Arsch beißen, wenn der Klimawandel weiter zuschlägt. Deswegen wäre ich immer sofort dafür, gentechnisch veränderte Lebensmittel zu erlauben unter guten und sinnvollen Kontrollen, aber kein generelles Verbot. Das finde ich in dem Spiel total spannend. Man hat halt wirklich nur schwarz oder weiß, ja oder nein. Na gut, bei diesen Dilemmen auf jeden Fall. Ne? So, also wenn normalerweise Menschen vor so einer Entscheidung stehen, wie mache ich das, fängt man dann an zu sagen, okay, so wie du das jetzt auch gerade gemacht hast, nicht grundsätzlich, ja. Voraussetzungen bräuchte es aber. Und bevor wir entscheiden, würde ich gerne wissen, gibt es irgendwas, wo du sagst, das wäre sinnvoll, als ein sinnvolles Instrument der Regulierung? Also du meinst jetzt tatsächlich... Immer so ganz in echt. Also grundsätzlich bin ich da auch bei dir. Also wir könnten jetzt auch auf Erlauben klicken mit genau der Argumentation. Aber mich würde in echt interessieren, ob es da irgendwas gibt an Regulierungsmöglichkeiten, was sinnvoll ist. Ja, also Regulierung wäre halt in der Form, dass man halt wie das Erbgut weitergegeben wird, wie Kreuzungsmöglichkeiten da sind, weil das Spannendste ist jetzt auch, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber diese ganze Nummer, dass gerade in Deutschland grüne Gentechnik sehr, sehr verschrien ist, hängt, glaube ich, sehr damit zusammen, dass so in den Ende der 80er, Anfang der 90er da ein großer Teil der Wissenschaftskommunikation sehr, sehr, ja, ich will nicht sagen verkackt hat, aber sagen wir mal, nicht die schlausten Argumentationsweg beschritten hat. Verstehe. Und das Problem ist ja, wenn es darum geht, dass wir bei bestimmten Ackerpflanzen das gentechnisch verändern. Es ist ja nicht so, dass ein Genom, was verändert wurde, sobald es in den menschlichen Körper eindringt, dort auch irgendwie plötzlich die Gene verändert oder so. Das ist ja bei manchen tatsächlich die Assoziation. Aber wir essen ja jeden Tag Gene. Wenn du in eine Tomate beißt, die genetische Information aus der Tomate
dringt nicht wirklich in deinen Körper ein. Die überlebt den Magen nicht. Aber das wäre ja schlimm, wenn die Gene irgendetwas mit dir machen. Wir nehmen die ganze Zeit Gene zu uns, könnte man sagen. Und das ist ja auch so ein typischer Spruch, nee, ich will nichts mit Genen. Dann musst du aber Styropor essen, weil da sind keine Gene drin. Aber ansonsten in so gut wie allem. Vielleicht in einem einen oder anderen gut gefilterten Pflanzenöl sind keine Gene, aber da würde ich mich auch nicht drauf verlassen. Aber das ist so, es ist eine, ich glaube, die Fronten sind so verhärtet, dass da mit einem wissenschaftlichen Argument, weil es ist ja auch Forschung seit der Zeit passiert, du kaum irgendwie zu Rande kommst. Und da eine auf Evidenz basierte wissenschaftliche Regulierung zu finden, da gibt es viele Vorschläge für, aber die Fronten sind so sehr verhärtet, dass man diesen Knoten, glaube ich, nicht aufgelöst bekommt. Ja, Herr Öni schreibt auch, er will übrigens auch nichts mit Atomen. Ja, passt, geht in die Richtung. Finde ich gut. Erlauben. Wir könnten halt an so anderen Gesprächen, die wir schon irgendwie die letzten Jahre hatten, von Wissenschaftskommunikation und politischer Kommunikation an der Stelle super gut anknüpfen und da ein nächstes Gespräch draus machen, aber ich würde so gerne wissen, wie es weitergeht. Ja, ich auch. Also, gucken wir mal, wie es der Umwelt geht. Naja, Umweltverschmutzung ist weiter hochgegangen. Wettbewerbsunfähige Wirtschaft hat sich nichts getan. Die Fettleibigkeit geht weiter nach unten. Asthma-Epidemie ist wieder ein bisschen gestiegen. Und das hatten wir ja schon. Tja. Was stört uns? Wir haben Überschuss. Wir haben Überschuss von 40 Milliarden. Das heißt, wir können jetzt mal so wirklich hier auf der Umwelt. Fahrzeugnutzung, ja. Flugreisen ist minimal, okay, BIP. Okay, wir gehen jetzt mal zu der Fahrzeugnutzung, oder? Also, der Straßenbau begünstigt sie. Mautstraßen hemmt sie. Treibstoffeffizienzstandards erhöht die Fahrzeugnutzung langsam. Bahnnutzung, Busnutzung. Ich glaube, wir sollten mal bei der Fahrzeugnutzung nochmal in die neuen Dings reingehen. Hier Transport und da, wo die teuren Sachen verborgen sind. Electric Car Initiative ist nicht so. Ich klicke jetzt mal schnell mal durch, welche Politiken teuer sind. Ja, die Bussubvention hat er, glaube ich, schon auch schon mal mit. Die sind alle nicht so teuer. Bussubventionen. Verkehrsstaus und Umweltverschmutzung können reduziert werden, indem man die Menschen anspornt, mit dem Bus anstatt mit dem Auto zu fahren. Nee, Busspuren haben wir ja schon. Genau. Das würde Sinn machen. Und kostenlose Fahrausweise. Können wir beides machen, oder? Ja, also bei den kostenlosen Fahrausweisen, das wäre wahrscheinlich wieder so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, das klingt wie ein Wahlgeschenk. Ein Wahlgeschenk für RentnerInnen. Findest du? Ja, weil es irgendwie vorrangig um SeniorInnen geht. Oder verstehe ich das falsch? Oh ja, da steht ja auch Seniorenalter kostenlos. Ich dachte, das wäre generell kostenlose Fahrausweise. Ich habe es auch gedacht. Und dann dachte ich, wie? So. Ja. Aber, also man könnte, also wir hätten oben die Bussubvention, die Subvention für Biokraftstoffe, weiß ich nicht. Und unten haben wir dann noch die Fahrradsubvention oder Zuschüsse, vermute ich eher. Okay, ja, genau. Das ist tatsächlich, man kriegt einen Zuschuss, wenn man sich ein Fahrrad kauft. Das kostet kaum. Das finde ich toll. Ja. Und ja, das hätte ich gerne, weil ich würde mir nämlich demnächst gerne ein neues Fahrrad kaufen. Gesundheit steigt. Ah ja, okay.
Fahrzeugnutzung geht ein bisschen runter und wir können da, wir haben 40 Milliarden Überschuss, wir können da richtig, ich würde da aber nicht ganz, ich würde da 700 investieren. Also schon im Maximalbereich, aber. Ja, genau. Fahrzeugnutzung, Bahnnutzung und Busnutzung geht alles zurück, aber Gesundheit steigt. Also Fahrzeugnutzung wird getroffen, das ist gut. Okay. Und dann das andere war Bussubvention. Da bin ich auch voll dafür. Pendler finden das großartig, Autofahrer nicht so. Busnutzung geht krass hoch und zwar relativ bald. Niedrige Einkommen ist es gut. Pendler werden, Kapitalisten finden es wieder nicht so toll. Naja, aber wir geben aber die Pendler haben mehr Geld davon. Ja. Bei dem finde ich auch gut. Ja. Wie viel wollen wir darauf? Wir haben 40 Milliarden Überschuss. Hätte jetzt sogar ich würde gar nicht so viel in die Busse gehen und lieber irgendwie Theater, Medien und da noch so ein bisschen reingehen. Okay, aber dann machen wir erstmal das hier. Ja, genau. Ich weiß nur, dass es nicht so viel ist. Okay, wir haben noch 11. Das heißt, Theater, Medien. Also hier haben wir die Kultursubvention. Da haben wir auch schon eben mal kurz dran rumgedreht. Das finden wir... Müssen wir gucken. Wohlfahrt. Können dann auch mal in den Roten gucken, wo wir nicht genug für haben. Wirtschaft wahrscheinlich nicht so. Steuern. Willensteuer gibt's auch. Internetsteuer. Gottes Willen. Öffentlich. Kostenlose Augenuntersuchungen. Hier sind wieder die Schulmahlzeiten. Da hatten wir öffentliche Bibliotheken. Also die Sachen finde ich vom Prinzip gut. Ich finde die kostenlosen Schulmahlzeiten gut. Ich finde die öffentlichen Bibliotheken gut und wichtig. Und Jugendclubs natürlich genauso. Wir können und eins davon machen. Ja. Welches willst du zuerst? Jugendclub, Bibliothek. Wir haben Jugendclub. Alles klar. Eltern finden das gut, Sozialisten. Kriminalität sinkt. Langsam, also mit der Zeit, aber Jugend und die Einkommen von der Jugend. Achso, weil sie dann auch da beschäftigt sind. Da können wir richtig. Da würde ich volles Met reingehen. Finde ich gut. Na. Oh, und ich sehe gerade auch im Chat, Inga ist auch da. Inga und Dylan, hallo, schönen guten Abend. Ja, sie hat Bibliotheken geschrieben. Ist jetzt Beihilfe für Jugendclubs, aber ist auch gut, ne? Ja, Inga ist die, gehört auch zu Plötzlich Wissen. Schön, dass du kurz vorbei schaut. Handpuppentheater, was? Ja, genau, sagt Herr Öni. So, jetzt haben wir da ausgegeben, jetzt haben wir nur noch 2 Einflusspunkte. Irgendwas Kleines findet sich da. Also Alcohol Awareness Campaign gibt's noch. Subventionen für saubere Energie. Gerne. Und hier gibt's Subventionen für saubere Energie? Was? Also die Subventionen für saubere Energie finde ich gut. Allerdings, momentan verdienen unsere Wirtschaft ja auch genug Geld. Die können das auch momentan noch selber gut abfedern. Wie wäre es denn, wenn wir ein paar von unseren politischen Kapitalpunkten sparen? Weil es ja immer so viele Sachen gibt, die... Können wir nicht. Wir können die nicht sparen. Nein, die verfallen, wenn du sie nicht benutzt. Ach so, und das heißt, wir haben immer 25 und das Maximum beispielsweise für die Home Fabrication Grants ist 25, oder was? Ja, es gibt auch Sachen hier, Maßprogramm ist teurer, das kostet 30. Das heißt, wir müssten unser Kabinett neu bilden. Das wollten wir machen. Ja, stimmt, wo wir doch jetzt drüber reden, unser Kabinett. Genau, dann würde ich doch sagen, machen wir Subventionen für saubere Energie. Hier wird im Chat Inga und Herr Öni unterhalten sich. Das finde ich gut. Ich kann das nur befürworten. Beide Menschen sind
ganz reizend. Es ist gut, dass ihr euch endlich mal kennenlernt. Nur so nebenbei. So, wir machen Subventionen für saubere Energie. Umweltschützer, Kapitalisten finden das wieder nicht so gut, aber CO2-Emissionen trifft es direkt. Ja, würde ich auch so lassen. Mhm. Auch. So. Der Umwelt tut es auch gut, da haben wir auch ein Problem. Energieeffizienz steigt auch. Hey, das ist richtig gut. Ich würde da vielleicht sogar zwei, ein klein wenig hochgehen auf zwei, weil sowohl Umwelt, Energieeffizienz und CO2-Emissionen, das kann man eigentlich... Ich denke auch. So. Dann haben wir jetzt 0 und dann würde ich sagen, wir machen die nächste Runde und dann, wir brauchen hier, wenn wir mal reingucken, Kabinett umbilden, brauchen wir 10 politisches Kapital. Wir könnten auch einzelne Menschen feuern. Hier, das ist auch schlimmer geworden. Ja, finde ich auch. Und ja, dabei ist das Standing dieser Person abhängig von der Politik, die wir machen, oder? Ja. Sympathien, religiös und Kapitalisten. Ach ja, kein Wunder. Wenn wir bei religiös und Kapitalisten niedrig sind. Also es hängt alles mit allem zusammen. Das ist halt... Also... Wir machen jetzt nächste und dann bilden wir unser Kabinett um. Finde ich gut. Oh. Warnung von deinem Minister. Johann Joly, der gegenwärtige als Außenminister, arbeitet, ist mit der derzeitigen Regierungspolitik unzufrieden, die bei den wichtigen Unterstützern, Religiöse und Kapitalisten, unbeliebt ist. Folglich besteht die Gefahr, dass der Minister demnächst mehr Zeit mit seiner Familie verbringen will. Die Rücktritte von Ministern schaden der Beliebtheit deiner Regierung und es wäre daher vielleicht von Vorteil, wenn du zur Beruhigung seiner Anhänger deine Politik ändern würdest. Ja, wenn wir noch einen Anreiz gebraucht hätten, um unser Kabinett um, dann haben wir es jetzt, ne? Und Ministerskandal! Um Gottes Willen! Das hat zwar nichts mit deiner Politik oder deinem persönlichen Verhalten zu tun, aber ein unpassendes Handeln deiner Mitarbeiter wird auch auf dich ein schlechtes Licht werfen. Es hat sich herausgestellt, dass einer deiner Staatssekretäre eine unangemessene Beziehung zu einer Sekretärin unterhält. Also, Gottes Willen. Unsere konservativen Staatsbürger, die Konservativen, werden das sicher missbilligen und das könnte sich auch negativ auf deine Beliebtheit auswirken. Alle minus... ja, okay. Ja. Wird Zeit, würde ich sagen, ne? Definitiv, unbedingt. Ja. Okay, Jules sagt gerade, sie wird sich verabschieden. Einen zauberhaften Abend noch, Jules. Tschüss, danke. Schön, dass du da warst. So, dann bilden wir jetzt mal unser Kabinett um. So. Kabinett umbilden. Juhu! Also, potenzielle neue Minister zeigen. So, Erfahrung, also ich tatsächlich ist es hier so, ich habe das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht, tatsächlich ist es so, ich gucke vor allem auf Loyalität, weil, beziehungsweise auf wie viel politische Macht wir bekommen. Weil ich würde halt nie diese hier nehmen, obwohl sie relativ viel Erfahrung hat, aber es kommen nur 2,5 Einfluss dabei raus. Das finde ich auch total spannend, weil wie viel Erfahrung jemand hat, spielt kaum eine Rolle. Hauptsache, es ist genug politischer Einfluss da. Das ist halt auch irgendwie so, ich habe mich schon mal gefragt, wie Menschen Verkehrsminister werden. Und seit ich jetzt angefangen habe, dieses Spiel zu spielen, habe ich tatsächlich einen Ansatz, wie das passieren konnte. Mhm. Ohne jemanden zu nah... Ja, genau. Kommt mir sehr realistisch vor, wird ja auch im Chat geschrieben. Man muss halt versuchen, irgendwie, gerade so bei Koalitionsregierungen, irgendwie die ausgewogene Menge an Menschen von ihrem Geschlecht, von ihrer Herkunft, also welcher Landesverband ist wie stark ausgeprägt, kommen genug Leute aus Nordrhein-Westfalen, kommen genug Leute... aus den neuen Bundesländern, sind genug Frauen dabei.
Na. Und dann kann es ja durchaus auch passieren, dass dann jemand Verkehrsminister wird. Ja. Und einen Doktortitel getragen hat, oder? Das weiß ich nicht. Hat der... Ich glaube, da gab es doch auch mal so ein Skandalchen. Keine Ahnung. Das muss ich jetzt nachgucken, weil ich das jetzt nicht so einfach stehen lassen kann. Okay, ja, dann guck das nach. Ich würde jetzt einfach schon mal einen Minister auswählen, nämlich ihn hier. Einfach nur nach dem politischen Einfluss. Achso, das sind alle politischen. Ah, ja, genau. Und jetzt muss ich einen Außenminister einstellen. Genau, da würde sie sehr gut passen. Wohlfahrtsministerium. Romy, du recherchierst. Ja. Ob Herr Scheuer einen Doktortitel hatte. Er hatte, tatsächlich. Er führt ihn jetzt nicht mehr. Okay. Also, es gab eine Berichterstattung in der FAZ, demnach, ich zitiere jetzt auch im Spiegel, demnach ist die wissenschaftliche Leistung Scheuers für den bislang in seinem Lebenslauf und auch bei offiziellen Anlässen ausgewiesenen Doktortitel nur mit einem Masterstudienabschluss vergleichbar. Es ging um ein slowakisches Doktorat? Nee, ein tschechisches. Okay. Wieder was gelernt über das internationale Wissenschaftssystem. Interessant. Ja, ich würde aber sagen, das hängt immer sehr, sehr stark von den jeweiligen Hochschulen ab, wie weit was anerkannt wird. Also ich glaube, das ist fürs Tschechische, das kommt dann auf die Hochschule an. Wir haben ja auch ein seltsames System, nicht seltsames System, es gibt ja auch private Hochschulen in Deutschland. Da ist es auch nicht so übertragbar mit dem, aber da begebe ich mich jetzt auf dünnes Eis, da weiß ich es nicht genau. In Tschechien, naja, aber gut zu wissen, dass der sich mal Doktor genannt hat. Interessant. So, ich habe jetzt schon zwei neue Minister eingestellt und guck mal, von den zwei kriegen wir 4,6 und 3,7. Industrieminister suche ich jetzt einen neuen und da tendiere ich zu einer sehr unerfahrenen Sonja Roussel, die mir aber 4,5 politischen Einfluss. Da gab es noch eine mit 4,9. Oh, dann habe ich zu schnell geklickt. Das ist ja nicht schlimm. Die würde ich dann jetzt einfach mal als Ministerin für Steuer einstellen. Gerne. Ich weiß nicht, ob unten noch irgendwer ist, der mehr Punkte hat. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Nee. Zack. Öffentlichen Dienst. Oh, gucke, 4,8. 4,8? Liberale und Kapitalisten. Und sie ist relativ locker. Ja, 4,8, dann nehmen wir die doch. Dann Recht und, also Justiz. 4,8. Sehr gut. Gottes Willen. Transportminister. 4,6. 4,9. Dann nehmen wir den doch. So, und jetzt haben wir Kapital pro Amtszeit 32. Das heißt, wir können die großen Vorhaben angehen. Wir können jetzt tatsächlich, also bei Steuern, uns stehen jetzt noch mehr Optionen offen. Sehr gut. Ach, wie schön. Ich freue mich. So. Kabinett ist umgebildet. Für dieses Mal haben wir jetzt noch 13 übrig. Ich würde jetzt noch mal unsere Sachen durchgehen. Da hat sich nichts dran geändert. Organisiertes Verbrechen, immer noch dieselbe Leier. Okay. Asthma-Epidemie ist nicht weiter gestiegen. Wir sind ungefähr da, wo wir vorher waren. Vielleicht ein bisschen höher. Fettleibigkeit geht weiter runter und dieser Trend hält an. Gott sei Dank. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft ist gesunken und stagniert. Mhm. Hier könnten wir noch mal so ein bisschen in Forschung und Entwicklung gehen. Umweltverschmutzung steigt, aber nicht mehr so doll wie letztes Mal.
So, mit den 13, was hast du gesagt? Forschung und Entwicklung? Ja. Also ich weiß noch nicht, was wir da an Optionen haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das helfen könnte mit der wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Bildung. Fördermittel für Erwachsenenbildung. Also wir gucken mal bei neuen Sachen, oder? Ja. Öffentlicher Dienst. Bildungsgutscheine. Ah, ist eine Maßnahme zur Förderung des privaten Schulsystems. Also die Frage, ob wenn unsere Schulen gut genug sind oder ob wir unsere öffentlichen Schulen irgendwie ausbauen können. Also das ist für verpflichtende Fremdsprachkurse. Finde ich auch gut. Ja. Das reduziert die ethnischen Anspannungen und verbessert Außenhandel. Super. Das ist auch günstig. Können wir machen. Internationaler Handel geht hoch, Auslandsbeziehungen geht runter und rassistische Spannungen gehen zurück, aber alles auf langen Zeitskalen. Aber wir haben Überschuss, da würde ich das echt mal hochdrehen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir noch 8. Gucken wir nochmal. Diplomatic Service würde in die Richtung gehen. Wir könnten... Was ist denn das Smart Meter Programm? Ah. Achso, das ist quasi ein smarte Heizungsregler, würde ich sagen. Also, dass dadurch man spart Geld und schützt die Umwelt zur selben Zeit, indem man die Effizienz und die verbrauchte Energie optimiert. Das klingt auch gut. Bewirkt keine Wunder, aber es sollte gut sein auf langen Zeitskalen. Okay, 8 Quartale dauert's. Können wir uns auch noch leisten. Energieeffizienz geht hoch und die Energieeffizienz wirkt sich wieder aus auf die Umwelt. Da würde ich halt auch tatsächlich voll reingehen, weil das ist wirklich nicht viel. So, jetzt haben wir noch 4. Mehr Gesetze. das war bei Wirtschaft, war das? Da hatten wir drüber nachgedacht, aber wir haben Fettleibigkeit eigentlich schon getackelt. Free Parenting Class. Ah, das ist wenn man einen Neugeborenen hat, dann gibt es kostenlose Fortbildung für neu werdende Eltern. Für werdende Eltern. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Definitiv. Und Social Justice Foundation. Ja, das können wir uns so gerade, dafür haben wir noch gerade das Kapital. Oder, also das ist halt, das finde ich gut, aber es hilft uns gerade bei. Es bekämpft wahrscheinlich Armut, ne? Könnte. Also ich glaube, wir würden hier wahrscheinlich eher die Eltern zufriedenstellen. Stimmt, ja. Also da sind wir wirklich in diesem Sozialbereich. Was gibt es denn bei Transport noch? Vielleicht können wir da noch irgendwas... Telearbeitsinitiative? Das ist doch auch cool. Oh, und das wird wahrscheinlich auch Carpooling-Campaign. Die können wir uns beide leisten. Die wirken sich wahrscheinlich beide auf Verkehr aus. Also auf Fahrzeugnutzung. Und das ist auch... Ja, da wäre ich jetzt eine Telearbeitsinitiative. Heutzutage sagen wir Homeoffice. Ja. Ja, aber dann machen wir das doch mal. Pendler finden es gut, aber die Pendlermitgliedschaft geht runter. Also klar. Macht auch Sinn, ja. Fahrzeugnutzung geht runter, Eltern finden es gut, Gewerkschafter finden es gut. Da können wir auch mal...
ich sag mal, eine Milliarde reinstecken. Ja. So. Und dann können wir tatsächlich auch noch Carpooling-Campaign machen. Und die ist günstig. Sehr schön. So, Fahrzeug. Oh. Dann mach ich doch mal. Fahrzeugnutzung geht um 3,2% zurück. Aber es sind 8 Quartale, okay. Aber die Wähler finde ich super. Ja. So. Nächste Runde? Ja, nächste Runde. Und dieses Mal dann werden wir uns auch nochmal die neuen Sachen angucken, beziehungsweise wir haben dann viel mehr politisches Kapital. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!